Ja, und damit willkommen zu einem weiteren Pokémon Sonne, Mond, Wi-Fi Battle. Ja, ich bin immer noch bei Sonne und Mond. Ultrasonne und Ultramond habe ich noch nicht durch. Das heißt, die nächsten Wi-Fi Battles werden erstmal auf Sonne und Mond stattfinden. Und wir kämpfen heute gegen Alois in einem Yu-Yu-Team. Okay, ihr habt dabei Arcelf, Psyana, Cobalion, Porygon 2, Gudra und Rotom in der Hitzeform. Okay, also bei mir ist Mega Altaria mit dem Drachentanz. Das ist mein physischer Angreifer, der sich setupen kann. Dann haben wir Hippoteros, der eigentlich als Lead gedacht ist. Dann haben wir Arcani mit dem Bedroher und dem Irrlicht. Dann haben wir Florges mit Gedankengut. Das ist meine speziell defensive Wall oder Tank. Dann haben wir Flunschlick, der hat auch noch die Tarnsteine und Toxin. Und zu guter Letzt Dreikopf als Kokowai, der hat Sonnentag, um ja, Feuerattacken zu verstärken und um ja, potenzielle Wasser-Pokémon zu schwächen. Aber womit könnte er anfangen? Also ich könnte eigentlich ja, mit Hippoteros anfangen. Werde ich auch, ja gut, Toxin werde ich wahrscheinlich eher weniger spielen, weil er ein Psyana dabei hat. Also dann geht's gegen Alois im Underused. So, ich kriege den Sandsturm raus, potenzielle Fokusgurte werden gebrochen, ich habe selber keinen Fokusgurt. Gut, los geht es. Und wir haben jetzt für 8 Runden den Sand draußen. Mr. und Mrs. Ente, ja, kann toxinisieren, aber wir haben Aromakur, von daher ist es nicht ganz so wild. Jetzt weiß ich nicht, ob er einen Spinner dabei hat. Er hat vielleicht einen Spinner dabei. Obwohl, auf Tarnsteine würde ich jetzt nicht unbedingt gehen. Ich könnte auf Gainer gehen oder Wirbelwind. Gehen wir auf Wirbelwind, oder? Tarnsteine könnten mir wehtun. Wobei ich die Chance nutzen könnte, auf Flunschlick zu gehen und selber Toxin zu drücken. Lass mich doch lieber zu Florges gehen, weil Florges ist speziell defensiv. Vielleicht kommt Toxin. Ja, da kommt es. Das ist jetzt nicht so wild. Jetzt muss ich gucken, ob er einen physischen Angreifer dabei hat. So, Florges ist natürlich schneller. Hat die Überreste. Ich könnte mich eigentlich aufsetzen. Ja, da kommt das Gift. So, könnte er wechseln? Ja, zu Cobalion. Will ich Aromakur draufhauen? Aber dann wechselt er zu Cobalion. Und ja, ich könnte mit Arcani wieder zurückgehen. Ja, machen wir mal die Aromakur. Vielleicht bleibt er drin. Nein, er geht raus. Schleimchen. Gudra. Ich habe eine Mondgewalt im Set. So. Es wäre schneller. Okay, Schleimchen ist schneller. Ist speziell defensiv wahrscheinlich. Ja. Also ich werde erstmal auf Gedankengut gehen. Bei Schlammwurge dürfte eigentlich nicht so viel machen. Ja, Schlammwurge. Ja, ist kein Stab. Ja, wir sehen, es macht ein bisschen was, aber nicht so viel. Wir heilen uns natürlich hoch mit den Überresten. Okay, eine Mondgewalt wird wahrscheinlich nicht reichen auf +1.
Ja, so oft habe ich Florges jetzt auch nicht eingesetzt. So, lass gucken. Ich könnte jetzt eine Mondgewalt abfeuern. Er kommt rein mit seinem anderen Ding. Aber ich würde sagen, ich feuere mal eine Mondgewalt ab. Also er könnte rausgehen zu Rotom. Tut er aber nicht. Das war ein Volltreffer. Ja. Ah, das ist schlecht. Damit verliere ich meinen Florges. Ja, das geht schon. Auf plus 1. Die Frage ist... soll ich raus? Oder reicht die Toxin schon? Die Vergiftung schon? Ich glaube, die Vergiftung reicht schon. Ja, die reicht. Okay. Irgendwie sind Schlammwurge. Dracometeor wahrscheinlich kommt noch dazu. Tarnsteine wären eine gute Option jetzt, aber ich denke, ich gehe raus zu Altaria. Mega entwickeln mich und dann gibt's eine Rückkehr. Ich habe Delegator, Drachentanz, Ruheort, Rückkehr. Ich könnte auf den Drachentanz gehen. Aber, nee. Ah, wenn er zu seinem Rotom rausgeht, habe ich natürlich ein Problem. Also, ich würde sagen, ich gehe raus. Ja. Mach doch einmal den Drachentanz. Ja, schwierig. Eine Rückkehr wäre gut. Ja, doch, eine Rückkehr. Also Mega-Entwicklung plus. Rückkehr. Mr. Mrs. Ente. Ja. Da kommt gleich der Eisstrahl wahrscheinlich. So, wir werden sehen, wie viel es macht. Ja, es macht gar nichts. Da könnte ich theoretisch eigentlich auf Dragon Dance. Oder auch nicht, ne? Also Eisstrahlen wahrscheinlich. Welche Fähigkeit hat der? Also, ich kann... einen Drachentanz raushauen. Er geht wahrscheinlich auf Genesung. So, ich gehe mal auf Drachentanz. Vielleicht geht er nicht auf Eisstrahl, oder egal was. Okay, geht auf Eisstrahl. Ja. Das heißt, der nächste... Die nächste Rückkehr wird killen. Müsste eigentlich, oder? Es reicht gerade nicht. Aber er wird sterben an dem Sand. Gut, ist also nicht auf Genesung gegangen. Yo, Mr. und Mrs. Ente ist down. So, ich gehe mal zu Flunschlick. Nee. Jetzt weiß ich nicht, welches Team mit, welche Teammitglieder er hat. Gut, Arcani. Vielleicht geht er mit dem physischen rein. Oder mit Rotom in der Hitzeform. Okay, Star. Ist, glaube ich, auch physisch. Ich könnte ihr lichten.
Dann macht er nicht mehr so viel Schaden mit Explosion und sowas. Ich glaube, man spielt Star mit Explosion. Ah, okay. Na, er wehrt ab, verdammt. Er macht aber nicht mehr als die Hälfte, ne? Ich könnte Morgengrauen, aber das würde mir nicht so viel bringen. Er könnte aber Tarnsteine legen. Ja, tut er. Okay. Das heißt, einen Flammenblitz kann ich raushauen. Ja. Abschlag, er kriegt Wollhelmschaden. Und dann könnte ich mit dem Turbo-Tempo vielleicht finishen. Aber ich denke, er ist physisch defensiv oder so. Nein. Oh. Burn. Jetzt habe ich Turbo-Tempo. Ich glaube, er wird seins hier einfach sacken und das war's. Ah, ich gehe auf Turbo-Tempo. Ja. Das war's. Ja, Volltreffer war egal. Wir haben 80er Turbo-Tempo draufgehauen. Ja, es könnte Kobalium kommen. Und den Rest erledigen. Es kommt aber Zuckermaus. Aber Zuckermaus macht eigentlich nicht so viel. Es kann Psychokinese. Es ist auf jeden Fall schneller, aber wir halten eine Psychokinese doch aus. Ja, ich gehe auf Flammenblitz. Gerne. Flareblitz. Ja, ich kann jetzt Turbo-Tempo drücken. Ja, Sache ist, brauche ich Arcani hier für andere Pokémon? Eigentlich nicht. Ja, vielleicht für Kobalium. Ja, ich würde Turbo-Tempo drücken, dann wäre Zuckermaus weg. Obwohl. Ich könnte raus zu Flunschlick. Flunschlick ist doch 120 Spezialdefensive. Ja, 134. Ah, ne, geht nicht. 100. Ja, ich denke, ich gehe raus zu Flunschlick. Weil Arcani bräuchte ich noch. Wegen dem Bedroher und ja, ich will nicht, dass sein Kobalium jetzt irgendwie Schwertanz aufsetzt und dann alles kaputt haut. Okay, Psychic. Wir haben die Zitrobeere drauf. Okay, es ist Lebenorb. In Ordnung. Er kann wieder auf Gena drücken. Oder Gena gehen. Donnerblitz wäre eine Option. Oder? Ja, Donnerblitz wäre eigentlich eine gute Option. Erdkräfte kann ich jetzt nicht so unbedingt drücken. Ja, er geht wahrscheinlich raus zu Gudra. Yep. Aber das ist schon gut angeschlagen. Ja. Toxin könnte ich drücken, aber er müsste dann wieder wechseln und so. Tarnsteine habe ich ja eh schon drauf, ne? Also auf meiner Seite liegen die Tarnsteine. Das heißt, ich kann auch beruhigt auf Tarnsteine gehen. Und damit sein... Ja, Rotom gut anknacksen.
Also ich gehe auf Tarnsteine. Feuersturm. Macht nix. So, endlich habe ich die Tarnsteine draußen. Ja, also wenn ich jetzt Toxin drücke, jetzt ist die Frage, wie ist da die Mechanik? Stirbt denn erst Psyana oder triggert vorher noch Magie-Schild oder Spiegel? Ich muss es herausfinden. Also Toxin. Feuersturm. Also das müssen wir jetzt treffen. Sehr gut. So, der Timer ist auf Schleimchen drauf. Gut, haben wir Schleimchen vergiftet. Ja, jetzt wird Flunschlick leider nichts mehr machen können. Will ich nochmal den Sandsturm rausholen oder sowas? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich will ich mit Dreikopf den Sonnentag rausholen und alles outspeeden. So, brauche ich Flunschlick noch. Flunschlick macht nichts mehr. Porygon ist besiegt. Ja, Psyana macht nichts mehr. Ich denke, ich kann einfach Erdkräfte drücken. Ja, Feuersturm trifft und damit ist Flunschlick nicht Geschichte. Wir sehen, Flunschlick kann ein bisschen was aushalten. So. Ja, noch zwei Runden, dann ist Schleimchen doch K.O., oder? Ja. Wechsel lohnt sich nicht wegen den Tarnsteinen. Ja, gehen wir einfach mal auf. Keine Ahnung. Noch ein Toxin, falls er wechseln wird. Nein. Alright. Ja, ich kann jetzt leider nicht zu Coco, weil wegen dem... wegen der Schlammwoge. Ah. Aber habe ich Toxin auf Hippo? Nee. Ich habe nur den Gainer. Zu Akani will ich jetzt nicht raus. Zu Dreikopf will ich auch nicht raus, weil ich da zu langsam bin wahrscheinlich. 106 Initiative. Aber ich muss erstmal nachgucken. Coco Vai hat eine Initiative von 55. Ja, das ist viel zu wenig. Also gehen wir raus zu Hippo. Vielleicht kann auch ein Draco-Meteor raushauen. Also auf Gena will ich jetzt nicht gehen. Ich drücke einfach mal Wirbelwind. Weil, ja, ich stehe ja so oder so. Von daher gehen wir mal auf Wirbelwind. Wow. Ach, den Burn auch noch. Also wenn er reinkommt, stirbt er eh. Also von daher, halb so wild. Oh, sehr gut. Mac Mapai. Ja, ich werde es einfach nur Wirbelwinden. Ja, er kann jetzt eine Feuerattacke drücken. Stört mich nicht. Vielleicht könnte ich noch den Gainer raushauen. Ich denke doch mal, dass ich den Gainer doch machen kann. Ich glaube schon. Hitzekoller. Ist Stab, wird wehtun. Nehmt ihn raus. Okay. Sandsturm fügt ihm Schaden zu. So, ich habe ja noch Morgengrauen. Wird mir aber nicht so viele KP zurückbringen. Und Dreikopf macht auch nichts.
Obwohl auf minus 2. Er ist auf minus 2, ne? Wie kann ich das noch gewinnen? Ich brauche... Weiß ich nicht. Geh raus zu Akani. Ich weiß nicht. Voltwechsel könnte reichen. Glaube eher nicht. Ich muss hoffen. Ja, Morgengrauen macht nur 25% zurück. Er geht komplett zurück. Die Zuckermaus stirbt. Wie viel KP kriege ich jetzt? Ich kriege... Ja, 25%. So, jetzt kann Kobalium wahrscheinlich rein, oder? Oder kommt er wieder mit Rotom? Eigentlich müsste er mit Kobalium rein und einfach einen Nahkampf drücken. Das wär's schon gewesen. Kampfhirsch. Nahkampf, ne? Will ich raus zu Dreikopf und den Nahkampf abfangen? Da habe ich aber gar keine Chance gegen den anderen, also Rotom. Ich könnte jetzt ihr lichten. Tja, ich werde wahrscheinlich auf... Ja, ich gehe auf Flammenblitz. Ist halt sichere Ding. Ja, Sanktoklinge. Stab. Aber wir sind voll physisch defensiv. Und er wahrscheinlich auch. Voll physisch defensiv. Gut. Ich gehe raus zu Dreikopf. Hol den Sonnentag raus. Ja, und hoffe, dass ich alles outspeede. Gut, Sonnentag. Ich habe Chlorophyll drauf. Eisenschädel. Halten wir aus. Sonnentag. So, wir outspeeden. Wir haben Kraftreserve Feuer drauf. Gut, haben wir jetzt noch 4 Runden. Also, Kraftreserve Feuer habe ich noch. Psychokinese. Ja, ich würde sagen, einmal die Kraftreserve Feuer raushauen. Vielleicht klärt Dreikopf hier das Game. Da haben wir den Lebenorb. Ja, er hat noch 2. Sein Magma Pie kriegt noch Schaden. Ich kann jetzt Psychokinese rausballern. So. Eine Psychokinese. Wir haben jetzt Geschwindigkeit 110, glaube ich. Also dann Psychokinese. Mit Lehmorb glücklicherweise reicht es. Ich weiß nicht, ob es mit... Okay, wir sind mäßig, ne? Da kommt Schleimchen und ja. Ich denke, das ist ein GG, oder? Ja, Psychokinese. Jetzt kein Missklick. Und damit klärt... ja, Kokowai das gute Ding von Trainer Blue. Und damit gewinnen wir 1:0 gegen
Alois, das war spannend. Also, ich muss sagen, es sah schlecht für mich aus, dann sah es wieder gut für mich aus und immer hin und her. Aber der gute Dreikopf hat es am Ende dann doch irgendwie hingekriegt. War auf jeden Fall ein guter Kampf. Ein gutes Underused-Kämpfchen für zwischendurch. 25 Minuten hat es gedauert, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Moment, ist falsch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, schaltet ein, wenn ihr auch mal den nächsten Kampf sehen wollt. Ja, mir bleibt nur zu sagen, ja, danke fürs Zusehen. Abonniert den Kanal für weitere Videos. Und dann, ja, seid auf Twitter aktiv, weil da schreibe ich immer, wann ich kämpfe, von wann bis wann, welches Tier, ob underused, overused, wie auch immer. Dann bis zum nächsten Mal und ciao.